Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es mal wieder Zeit für ein neues Monatsupdate, diesmal für den Monat September. Und solltest du neu hier sein, das ist das Format, in dem ich dir kurz mal Einblick in mein privates Depot gewähre. Und ich möchte hier an dieser Stelle meinen Weg zur ersten Million dokumentieren. Ob ich das schaffe, das muss ich noch beweisen. Ich bin aber auf jeden Fall auf einem recht guten Weg, wie ich finde. Bis zum Ende des Jahres habe ich mir 200.000 Euro als Ziel gesetzt. Ich habe das Jahr ungefähr mit 100.000 Euro gestartet. Davon sind ungefähr 20% dann nochmal als Barreserven eingezahlt worden von mir und der Rest, also ca. 80.000 Euro, möchte ich über den Finanzmarkt quasi erwirtschaften. Und noch habe ich ein paar Monate Zeit. Mein Zwischenstand ist derzeit so ca. zwischen 170.000 und 180.000 Euro. Das heißt, ein bisschen fehlt mir noch bis zu meinem gesetzten Ziel von 200.000 Euro. Doch nun genug gelabert, jetzt schauen wir uns mal die Details vom September an. Und wie immer schaue ich mir die Jahresperformance an, also von Januar bis einschließlich Ende September. Und wie du hier siehst, in grün dargestellt, das ist mein Depot, in rot dargestellt, das ist der iShares Nasdaq 100 und in grau ist es der S&P 500. Das sind also meine Benchmarks und wie gesagt, grün ist mein Portfolio. Hier, da wo die Linie runtergeht, das ist dann der Monatswechsel zum 1.10. gewesen und da siehst du, dass mein Gesamtportfolio bei 37,2% Year-to-Date liegt, der S&P 500 war zu diesem Zeitpunkt bei 16% und der Nasdaq 100 bei 20,78%. Und hier an dieser Stelle siehst du nochmal meine verschiedenen Asset-Klassen und wie sie sich seit Januar bis heute entwickelt haben. Die Wertentwicklung, also von meinem Portfolio. In grün dargestellt ist das hier mein Cash, also wie viel Cash habe ich gerade aktuell zur Verfügung, um Investitionen zu tätigen. Und hier siehst du, dass ich Anfang September nochmal ein bisschen Cash aufgebaut habe. Einfach für den Fall, dass es jetzt im September und auch im Oktober eventuell noch ein paar Möglichkeiten gibt, günstiger irgendwo reinzukommen. In lila siehst du die ETFs, in blau siehst du meine Einzelaktien. Da siehst du hier auch einen Abverkauf, da kommt quasi meine Cash-Reserven, die ich aufgebaut habe, her. Und hier siehst du in gelb dann noch den Kryptobereich und wie dieser sich entwickelt. Und das alles summiert ist quasi diese weiße Linie. Kommen wir aber nun zu dem Monat September, denn darum soll es ja in diesem Monat gehen. Wie du hier siehst, ich fange gleich mal hier ganz links an. Es steht am Ende des Monats minus 2,05% zu Buche und allen voran hier ist der Kryptomarkt zu nennen. Mit minus 2,91% war hier das schwächste Glied im ganzen Bunde und ich habe ja auch mit etwas größerem Abstand mittlerweile auch die größte Position oder meinen größten Geldbetrag im Kryptobereich investiert. Im Aktienbereich bin ich bei 58.000 Euro, 800 Euro. Dieser hat sich im Monat September um 1,4% zurückentwickelt. Das sind in Summe 715 Euro weniger als noch Anfang des Monats. Beim ETF-Bereich ist es so, da habe ich aktuell weniger als 23.000 Euro investiert oder so viel ist es gerade wert, sagen wir es mal so. Das ist da besser, das ist richtiger ausgedrückt. Und dieser ETF-Bereich hat sich hier mit minus 2,5% entwickelt, respektive minus 570 Euro. Und das, wie gesagt, zusammenfassend steht jetzt hier mit minus 2% zu Buche. Und in Summe habe ich übers Gesamtportfolio gesehen 3.600 Euro weniger als noch Anfang des Monats. Ich persönlich bin immer kein großer Freund davon, wenn man sich immer nur einen Monat anschaut. Denn was bringt mir das wirklich? Es ist halt mal ein Abschnitt, wo es mal nicht so gut läuft. Am Ende ist es eher auf Jahresbasis für mich relevanter. Und hier nochmal dann das Ergebnis Year to Date. Und da siehst du schon, ein paar grüne Monate und auch ein paar rote Monate. Der schlimmste Monat war aktuell immer noch der Mai. Und bevor ich dir jetzt gleich noch die Einzelwerte zeige, möchte ich dir kurz noch meine Dividenden dieses Jahr aufzeigen. Und zwar habe ich das Ganze hier einfach mal auf Quartalsebene dargestellt. Und da siehst du schon im Q1 hier, das ist das aktuellste Jahr in Orange dargestellt, gab es 176,92 Euro. Im Q2 gab es schon 190,94 Euro und damit war ich nur knapp besser als im Jahr davor. Da gab es 188,32 Euro im Q2. Und jetzt im Q3 eine deutliche Steigerung und zwar hier 475 Euro. Das im Vergleich zum Jahr 2020, da gab es nur 186,42 Euro. Und damit, wenn ich mir das Ganze jetzt in Summe anschaue, siehst du auch hier, das ist schon mal eine deutliche Steigerung und das, obwohl ich jetzt noch ein gesamtes Quartal vor mir habe. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar betonen, ich bin hier kein Investor, der auf Dividenden Fokus legt.
Ich freue mich natürlich über Dividenden und den ein oder anderen Titel habe ich mir gekauft, weil es ein dividendenstarker Titel ist. Aber in Summe von meinem Gesamtportfolio habe ich den Großteil in Werten drin, die vornehmlich wachsen. Das allein ist ja auch klar, wenn du siehst, wie viel ich allein schon im Kryptobereich investiert habe. Aber zu gegebener Zeit kann es natürlich sein, dass ich meine Strategie ändere. Und wenn das so ist, dann wirst du es natürlich hier auf meinem Kanal erfahren. Dazu kannst du hier gerne ein Abo dalassen, falls dich das interessiert. Und zum Schluss möchte ich mit dir nochmal die Einzelwerte anschauen. Was waren meine Tops und Flops im Monat September? Fangen wir an mit den Flops. Ich habe das Ganze wie immer sortiert nach der absoluten Performance. Und der größte Flop im Monat September war Cardano, gefolgt von Ethereum. Trade Desk ist die erste Aktie an dritter Stelle mit fast 11% Minus. Dann die nächste Aktie ist Alphabet, auch fast 6% abgegeben. Also 570 Euro weniger als noch im Monat davor. Nvidia hat abgegeben und so weiter. Das sind also ein paar Tech-Werte hier dabei, die im Monat September abgegeben haben. Aber nichtsdestotrotz, ich würde da jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Für mich sind das nach wie vor gute Unternehmen, wo ich auch investiert bleiben möchte. Schauen wir uns die Gewinner im Monat September an. Match Group, noch im letzten Monat einer der Loser gewesen. Diesen Monat gehört es zu den Gewinnern und da siehst du es auch. Es macht wenig Sinn, sich das Monat für Monat immer so im Detail anzugucken und deswegen irgendwelche Rückschlüsse daraus zu ziehen. Wichtiger ist, dass man das ein bisschen langfristiger betrachtet. An der zweiten Stelle ist Cosmos. LukeOil ist eine Aktie, die hier sehr gut performt. Bitcoin ging mehr oder weniger plus minus null durch den September. Und hier noch eine Gazprom. Also LukeOil und Gazprom sind zwei Energiewerte, welche hier ganz stark von steigenden Ölpreisen und Rohstoffpreisen profitieren. Es gibt noch zwei Aktien, wo ich investiert habe. Die erste Aktie ist Take-Two Interactive. Wie du hier siehst, habe ich hier nochmal zugeschlagen und zwar am 30. September für 1470 Euro, 11 Stück zu einem Preis von 133 Euro habe ich Take-Two Interactive nachgekauft. Hatte ich nämlich vorher auch schon im Depot und du siehst hier, mein Durchschnittspreis hat sich dadurch verteuert. Und die zweite Aktie, welche ich gekauft habe, ist Rio Tinto. Und Rio Tinto ist das größte Bergbauunternehmen der Welt. Ich habe mich hierfür entschieden, weil ich gerne im Rohstoffsektor ein bisschen mehr investiert sein möchte. Ich fühle mich da gerade ganz wohl. Und ich habe diese Korrektur hier auch genutzt, weil Rio Tinto ein sehr guter Dividendenzahler ist. Und langfristig verspreche ich mir hier zumindest gute Dividendenausschüttungen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Grund, um hier investiert zu sein. Ich spekuliere also darauf, dass der Rohstoffsektor sich positiv entwickelt in den nächsten Jahren und dass ich hier weiterhin eine gute Dividendenausschüttung bekomme. Gekauft habe ich 52 Stück zu 57,30 Euro. Und das soll es gewesen sein für den Monat September. Es gab gute Dividenden, nichtsdestotrotz hat es nicht gereicht. Das Ergebnis blieb bei minus 2%. Was aber trotzdem über den Markt liegt, denn der S&P 500 oder auch der Nasdaq 100 sind stärker gefallen und deswegen bin ich mit minus 2% ja wahrscheinlich noch der Einäugige unter den Blinden. Ich habe teilweise die Kursschwächen ausgenutzt, um nochmal nachzukaufen und wie du auch gesehen hast, ich habe ja noch ein bisschen Geld in der Hinterhand, ich habe noch etwas Cash-Reserven da und genau aus diesem Grund, um eben hier eventuell Marktschwäche nutzen zu können, um den ein oder anderen Einzelwert nochmal günstiger einzukaufen. Ich hoffe, du hattest deinen Nutzen hieraus ziehen können. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg an der Börse und immer einen ruhigen Schlaf. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.